So, liebe Sims 4-Freunde, willkommen zurück. Und ich bin gerade irritiert. Eigentlich sollten wir hier bei unserer guten Sandy rauskommen. Die steht jetzt hier oben, worum auch immer. Aber wir machen weiter. Wir sind mit Sandy auf dem Arbeitsplatz. Ich mache mal Play. So, und dann schauen wir mal, was wir denn überhaupt für Aufgaben haben. Wir sollen Simway erfinden. Das funktioniert noch nicht. Da fehlt uns Material und Kristall. Dann sollen wir am Chemielabor experimentieren und wir sollen hier mit Angela Palm über Kollegen tratschen. Wer ist denn Angela Palm? Hier, pass mal auf. Über Kollegen tratschen. Denn unsere Sandy ist ja auch nur eine Frau und Frauen tratschen eben gern. Also bitteschön, das ist das Erste, was man macht, wenn man in die Arbeit kommt. Tratschen. So. Gut, das steigert auch gleich mal die Sympathien ein bisschen. Am Chemielabor experimentieren. Das müsste das hier sein, oder? Nee. Doch, das müsste hier experimentieren. Chemielabor, das müsste das hier sein. So, ja, ja, ihr habt jetzt genug gequatscht und getratscht. Komm. Geh mal dahin. Eine Pflanze gießen kriegt man auch hin. Ich muss immer noch schauen, wie wir hier an Metall rankommen. Maya Föll, die haben wir jetzt mal auch schon gesehen, oder? Die kannten wir doch irgendwo her. Oh, die ist eine böse. Okay. Also, das ist auf alle Fälle eine böse Natur. Ansonsten, Bedürfnisse, Sandy. Du bist überall im grünen Bereich. Das ist sehr schön. Mein Gott, da haben wir ja mal alles richtig gemacht in der letzten Folge. Kann ja gar nicht sein. So, was mich immer noch so ein bisschen stört, hier oben steht, Arbeitstag endet um 1.57 Uhr. Das ist immer noch nicht so ganz korrekt. Und wir wollten diese komische Maschine noch weiter bauen. Ich frage mich, was da rauskommt. Oh, das sieht gefährlich aus. Oh, das sieht gefährlich aus, Andy. Oh, oh. Okay. Am Erfindungsabo Brainstorm, jetzt machen wir auch noch. Pass mal auf hier. Tu erst mal bewässern. Ist bewässern gießen? Eigentlich nicht, oder? Doch, weiß nicht, dass so blöd übersetzt, bewässern. So, das kannst du abbrechen. Dann können wir hier Brainstorm, können wir danach auch machen. Und dann wollte man unsere Maschine weiterschrauben. Wir wollten auch noch schauen, was das alles andere sind. Hier ansehen. Ich glaube, das muss man alles noch so ein bisschen rausfinden, kann das sein? So, tun wir hier schön ein bisschen gießen. Jawohl, bewässern, natürlich. Naturellement, bewässern ist gießen. Kann man ja auch so sagen. So. Und schon wieder mit Angela Palm plaudern. Was macht die hier während der Arbeit erstmal ein paar Selfies machen, oder? Komm, bei denen geht doch irgendwas hier, oder? Ist das der Chef? Labortechniker ist es. Und sie ist Rezeptionistin, okay. Ah ja, bei denen geht was, garantiert. So. Du sollst doch hier brainstormen. Das macht sie, okay. Gut, für mich ist ein Brainstorming was anderes, aber wird schon wohl so seine Richtigkeit haben. Und ich habe das Gefühl, Freunde, das geht hier recht langsam hoch heute. Das geht irgendwie recht langsam hoch. Vielleicht täuscht das auch nur, ich weiß nicht, aber mir kommt so wirklich langsam vor. Denn ich wollte eigentlich hier jetzt noch ein bisschen was anderes machen. So, ein paar Ersatzteile erhalten. Okay. So, und jetzt können wir uns mal das hier ansehen. Eine Frucht oder Blume analysieren. Das müssen wir dann, glaube ich, hier machen. Ja, ja, komm, komm, genug. Genug Brainstorming. Inventar ist hier. Gut, wir haben ja dann noch genug. So, dann guckt ihr das mal an. Mal gucken, ob wir da irgendwie was Neues rausfinden oder irgendwie danach was machen können damit. Oder ist das einfach nur zum Ansehen?
Das sieht jetzt aus, als ob das nur zum Ansehen ist. Na gut, dann verwenden. Eine Pflanzenobjektträger. Flora analysieren. Erdbeer, dann machen wir mal das weg, so. Und danach können wir den Bau fortsetzen. Ich meine, da haben wir jetzt nicht so die tolle Arbeit geleistet bisher, aber ich würde gerne den Bau fortsetzen, weil ich wissen will, was da rauskommt. Wenn wir das Ding schon zusammenschustern müssen hier als Frau, weiß keiner, hilft uns. Gibt so viele Männer hier, gut, so viele jetzt nicht, aber überhaupt sind ja relativ viele Frauen im Labor, oder? So, dann guck mal nach, liebe Sandy, was da rauskommt. Aha, aha, aha. So, na, können wir nicht ranzoomen. Ja, hau mal drauf. Tu mal so, als ob du arbeitest. Was tun wir analysieren? Ich glaube, eine Erdbeere war das, oder? Die wir hier analysieren. Kann das sein, Freunde? Ich weiß es nicht. Ha, ja, na also. Sehr schön. Hier, da kannst du noch mal ein bisschen plaudern. Freundlich. Tu sie mal einfach mal kennenlernen. Das Bauen, das machen wir dann ein bisschen später. So, vielleicht freut sich dann mit der Guten hier an. Mit Angela Palm. So, ich sag ja, die sehen sich so relativ ähnlich. Sie ist zwar ein bisschen dunkler von der Hautfarbe her. Hautfarbe, mein Gott. Von der Hautfarbe her. Um Kristall bitten. Ich glaube auch, die geben keinen raus, ne? Okay, sieht nicht so aus, dass sie ein Kristall rausrückt. Na gut, okay. Dann bau doch einfach mal das Ding weiter. Ja, ja, hier um Kollegen um Metall bitten und sowas, das können wir nicht jedes Mal aufs Neue machen. Das werden wir vielleicht nochmal zum Schluss angehen. Dass wir dann zumindest noch in diesen Level reinkommen. So, Lydia ist aus der Schule raus. Das ist sehr schön. Die shakern immer noch, oder? Oder schon wieder? Ey, bei den Zweien geht doch was. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber da spürst du richtig, wie es hier knistert bei denen. So, die gute Sandy verbessert gerade ihre Fähigkeiten. Ah, das ist auch noch die Raumfahrttechnik, was sie hier verbessert. Okay. Dann wird das wohl irgendeine Maschine sein, die irgendwas mit Raumfahrt zu tun hat. Nehme ich jetzt einfach mal an. Gibt ja in der Labortechnik-Karriere relativ vieles Praktisches und Nicht-Praktisches, wo wir dann, glaube ich, irgendwie mit Aliens Kontakt aufnehmen kann oder irgendwas. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja, ne? Die irgendwie dann besuchen kann und Kontakt aufnehmen kann. Also da gibt es schon noch einiges zu entdecken. Allerdings ist das eine relativ langwierige Sache, wie wir hier gerade merken. Allein das Ding zusammenzuschustern dauert wahrscheinlich 2-3 Arbeitstage. Und da das noch nicht mal auf die Arbeitsleistung irgendwie mit drauf geht, wird man wahrscheinlich relativ lang dran brauchen. Kann aber auch mit damit zusammenhängen, dass wir einfach in der Raumfahrttechnologie einfach noch nicht so weit sind. Ich weiß es nicht. Wen haben wir denn jetzt hier? Die Annika, die Heck. Ah, wir bauen also eine Rakete. Aha, okay, alles klar. Dann haben wir das Geheimnis doch schon mal gelüftet. Dann, liebe Annika hieße, glaub, hilf doch einfach mal. Ja, komm, pack mal mit an. Da kannst du sie eigentlich... Pack mal auf, tu dich da mal freundlich vorstellen. Ich meine, die Arbeitszeit ist eh fast rum. Da können wir wenigstens noch ein bisschen mit ihr plaudern und Metall bitten. Einfach, dass wir von der Arbeitsleistung her noch ein bisschen hochkommen.
um Metall bitten. Okay, die mögen sich auch nicht. Das war klar. Hat sie natürlich nicht. Okay. Was? 10 Minuten mit Erfindungserbauer plaudern, was? Hä? Plaudere 10 Minuten mit den Erfindungserbauer-Roboter. Erfindungserbauer, wie soll man mit den... Ah ja, mit Roboter plaudern. Ah! Okay, alles klar. Jetzt kapiere ich, jetzt war ich gerade irritiert. Deshalb habe ich nicht so, nicht so aus, als ob man mit dem plaudern könnte. Aber anscheinend geht das. Was ist denn das für ein Ding? Aber ja. So, es sind 10 Minuten um, eigentlich schon, oder? Wir können sogar mit dem Erfindungsbau, habe ich das richtig gesehen, ihr Freundschaft schließen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir an der Rakete noch ein bisschen weiter. So. Bau fortsetzen. Da können wir eigentlich hier die anderen Kollegen mal ein bisschen... Ja, geht um auf die Toilette. Wo sind denn die anderen? Wo sind denn hier die anderen Kollegen? Hier die Rezeptionistin. Pass mal auf. Bei Aliens verspotten. Mehr Auswahl. Freundlich. Moral um kennenlernen. Also, sie können wir nicht bitten. Gut, sie können wir nicht bitten, dass sie uns beim Bau hilft. Alles klar. Können wir dich denn bitten? Ja, genau. Komm, hilf du mal ein bisschen beim Bau. Annika bitten wir auch mal noch beim Bau mitzuhelfen. Einfach, dass die Rakete ein bisschen vorangeht. Das können wir theoretisch ja mal einen ganzen Tag lang machen, dass wir mal einen Tag opfern und die Arbeitsleistung halt schlecht wird. Ja, dafür bauen alle an der Rakete ein bisschen mit. Das sollte dann eigentlich relativ zügig vorangehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Quatsch, wenn wir dann einen ganzen Tag lang schlechte Arbeitsleistung haben, müssen wir ein, zwei Tage wieder opfern, um die Arbeitsleistung reinzubekommen. Da können wir auch hier immer stückweise dann rumwerkeln. Also das müssen wir mal schauen, wie wir das hingedeichselt bekommen. Wir können auch eine Stunde länger bleiben und dann eine Stunde weiter dran rumwerkeln lassen. Oh, die Bedürfnisse. Hunger geht langsam nach unten, Blase geht nach unten. Ja gut, es macht ja nichts. Noch eine Stunde könnte man dranhängen, Überstunde machen. Und wenn sie nach Hause kommt, dann heißt halt auf die Toilette, was essen und schlafen. Da muss die Sandy halt durch. Das tut mir leid für die Sandy, aber wer hier so eine Rakete bauen will. Achso, hätten wir irgendwie anklicken müssen, ne? Shit. Na gut. Dann halt nichts mit Überstunden. Dann ist es halt so. Die Stunde reißt jetzt auch nicht raus. Ich glaube, wir hätten da noch draufklicken müssen. Das habe ich wieder irgendwie vergessen. Naja, es ist nicht so schlimm. Die Rakete bekommen wir so nach und nach garantiert fertig. Würde mich schon mal interessieren, was die macht, was dabei passiert. So, Lorenzo muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Jawohl. Sandy hat eine Menge Geld verdient. Im Briefkasten ist nichts drin. Dann kannst du, meine liebe Sandy, mal... Komm, öffnen. Die haben nichts mehr zu essen. Okay. Verdorbenes Essen ausräumen. Und dann musst du wohl verwenden. Und dann, liebe Sandy, musst du kochen. Machst du halt mal ein paar leckere Pfannkuchen.
So, unser Töchterchen, was macht die denn gerade? Was hast du denn mit deinen Hausaufgaben bisher gemacht? Natürlich noch gar nichts. Ah, wenn man da nicht aufpasst. Meine Zweierschülerin ist okay, aber da geht noch was. Wahrscheinlich muss man für eine Einserschülerin dann wirklich jeden Tag Vollgas geben in der Schule. Und Lorenzo, der danst mal wieder ab wie Sau. Der geht jetzt gleich in die Arbeit, verdient dann ein bisschen was. Und wir schicken dann natürlich am nächsten Arbeitstag die Sandy wieder alleine hin und werden dann ein bisschen mit Lorenzo schauen, dass wir mal einen Laden eröffnen können. Leider können wir ja hier nicht mit unseren Töchterchen in die Schule. Das wäre auch noch so ein geiles Feature, oder? Wenn wir dann irgendwann auch mal mit in die Schule könnten, so ähnlich wie Studentenleben. Was ich übrigens ein richtig, richtig geiles Add-on fand, Studentenleben. Also für Sims 3. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Lorenzo düst ab. Dem geht's aber soweit gut. So. Gut, Lorenzo ist in der Arbeit. Ja, komm. So schlecht können ja deine Kochkünste nicht mehr sein, Madame. Hoffe ich zumindest. Oh, sie fühlt sich unwohl, weil sie Hunger hat. Ja, na klar. Ist auch klar. Okay, unser Töchterchen geht's gut. Ist auch fleißig an den Hausaufgaben. Hat sie fertig? Das geht recht flott. Okay, ich hab's doch in Erinnerung, dass es länger dauert. Dann kann sie noch gleich was essen. Braucht sie eigentlich nicht. Da kannst du machen, was du willst. So. Ja, nun, dein Essen ist doch gleich fertig. Ja. Ist doch hier schon. Komm, Pfannkuchen fortsetzen. Jetzt geht das schon wieder los. So, Pfannkuchen fortsetzen. Was hast du denn? Ist manchmal ein Rätsel, wieso das nicht funktioniert. So. Okay, das andere ich stell mal. Na, im Kühlschrank. Und dann musst du das noch säubern. Kannst du eigentlich unsere Tochter? Ne, die kannst du noch nicht. Okay. Alles klar. Dann muss das wohl auch noch die Sandy machen. Also sie ist halt echt voll. Gut, ja, dann putz erstmal. Habe ich das nicht angeklickt? Glaube ich zumindest, dass ich es nicht angeklickt habe. Aber dann putz erstmal und dann kannst du weiter essen. Also unsere Sandy ist echt heute voll im Stress. Arbeitstag schon, ganzen Tag nur Stress gehabt, ne, das Ding zusammengeschustert und irgendwelche Analysen gemacht, mit dem Roboter gesprochen, was weiß ich was. Hier jetzt zu Hause noch kochen und putzen und was weiß ich was. Also die hat echt heute volles Programm gehabt. Eine Pause oder irgendwas hat sie gar nicht gehabt, dass sie mal irgendwie gesessen ist und mal so ein bisschen was für sich hatte, gar nicht. Also die tut mir so ein bisschen leid. Man sieht es auch, die ist auch relativ müde schon. Ja, dafür, dass erst um 10. Was los? Ist doch okay. Dafür, dass erst um 10 eigentlich arbeiten muss und jetzt noch nicht mal 22 Uhr ist, ist er doch schon recht knüller. So, okay. Lydia schläft schon. Komm, hau rein und dann kannst du ins Bett gehen. Ja, hast du selbst gemacht, Mädel? Mein Gott. Wo stehst du denn mit deinen Talenten im Kochen? Gebackt haben wir noch gar nicht. Heißt das gebackt? Gebacken? Gebacken. Gebacken hat es noch nicht. Gebackt, gebacken. Kommt auf gebackt, weiß ich auch nicht. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht mit 5. Warum ist es dann nur okay? Vielleicht hat es einfach nur einen schlechten Tag, die Gute. Was soll's? Kannst du jetzt brav ins Bett gehen? Jawohl, sie schlängert auch schon Richtung Bett. Schlechter Nachgeschmack. Ja, dann gut. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein Päuschen. Lorenzo kommt ja gleich von der Arbeit. Er wird dann, denke ich mal, sich auch hinhauen. Nächsten Tag schickt man die Sandy wieder alleine in die Arbeit. Da werden wir mit Lorenzo mal schauen, dass wir vielleicht einen Laden eröffnen können. Wir haben ja mit unseren Töchtern ein paar Fotos gemacht, die wir verkaufen können. Wir haben ein paar kleine Möbelstücke, die wir verkaufen können. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was reinholen können. Ansonsten werden wir schon irgendwas finden, was wir dann den anderen Sims
verkaufen können, antreten können, wie auch immer. Da ist ja Lorenzo relativ erfahren. Später kann natürlich dann auch die Sandy mal in den Laden arbeiten gehen, wenn sie dann nicht mehr die 5-Tage-Woche hat, wenn sie ein bisschen Karriere gemacht hat. Kommt ja alles so nach und nach, dass dann nicht mehr so viele Arbeitstage anstehen. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir das dann so handhaben mit den Laden. Wir werden in der nächsten Folge angehen. Ich bedanke mich soweit hier fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.